mit euch zu dingen nach des Reiches Recht. Geht ihr um Fried und Freude im Gebot. Wir gehen um Fried und Freude im Gebot. Wir wandeln, wir wandeln, König im Land. Meinen grimmen Schmerz
alt meiner Ehre Kleidung mir gehaut. Spannende Türe, Elsa, die Knaben ein zum Wald, doch ohne ihn kehrte sie zurück. Mit falscher Sorge trug sie nach dem Bruder, dass sie von ungefähr von ihm verirrt, als seine Spur, so sprach sie, nicht mehr fand. Doch los war all bemühen, den verloren, als sich mit Ohren und in Elsa drang, da wies ihm gleich im Zagen und erbeben, der größte Schuld, decken wie sie uns sehen. Es fasste mich entsetzen vor dem Mark, dem Recht auf ihre Hand, vom Vater ihr verlieh, exakt ich will nicht da und gern, und da mein Feind, das einem Sinne hielt. Ortrud hat Gott des Friesen fürsten Stolz. Thank you.
Ich mache, wenn ich mir
Land gebracht.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
seltsam zu verleiden, was sie dich fragen nicht erließ. Weißt du schon wieder? Oh, wie soll das gelingen? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
So geschah mir Recht.
Rätsel, was ihr gewisse Schaff. Und bald, was mit der Seise fliegen nur in Weise, deswegen das Spitz und die Schöne hier, was ihr die Fetzen streiten von den Zähnen, wird Häuser denen noch von hinten gehen. Ich bin der Nazi da, nur so ein Schaden, die sind mir schon vor. Thank you.
Oh!
Thank you.
als ob werden nicht bekannt. In ein Gefäß von wunderbarem Segel, für dort als festes Heiligtum bewacht, es ward das saubere Ich
Thank you.
Zum Abschluss will ich Ihnen nochmals die Besetzung nennen. Und zwar diesmal mit dem unteren Ende des Theaterzettels beginnen. Vier Kammerfrauen: Silvana Dussmann, Maria Wühl, Niki Liontas, Eva Maria Thor. Vier Edelknaben: Gertrude Lemberg, Martha Heige, Senta Meyer, Erika Winter. Vier trabantische Edle: Franz Hasemann, Anton Wendler, Alexander Mali, Jaroslav Steins. Choreinstudierung: Walter Hagenkroll, Dirigent Peter Schneider. Das war jetzt der erste gemeinsame Vorhang, den alle Hauptdarsteller hatten. Jetzt müssen die Einzelvorhänge kommen. Als erster Peter Wimberger, als Heinrich der Vogler. Und nun tritt Katharina Ligendza vor den Vorhang, die Elsa von Brabant, die aus Stockholm stammt. Applaus hören können, ist es diesmal Placido Domingo, dem eine ganze Reihe von Blumenbouquets entgegenfliegen. Dirigent der Wiener Peter Schneider. Der holt die übrigen Mitwirkenden vor dem Vorhang. Es ist noch Leonie Rysanek als Ortrud dazu gekommen. Hermann Becht war Graf Friedrich von Telramund und Georg Tichy, der Heerrufer des Königs. Und damit sind wir am Ende unserer Live-Übertragung von Richard Wagners Lohengrin aus der Wiener Staatsoper angelangt. Auch im Namen des Tonmeisters Ingenieur Alfred Zavrell und unseres Aufnahmeleiters Kapellmeister Hans Moralt verabschiedet sich Robert Werber. Nicht nur Placido Domingos Schwanenritter, auch Leonie Rysaneks Ortrud ist neu. Also für Wien. Ich habe sie vielleicht nicht so viel gesungen, wie viel werde ich sie gesungen haben? Bis jetzt 20 Mal. Das ist nicht viel für eine Rolle. Und wie jung ist die Rolle in Ihrem Repertoire? Die Rolle ist, glaube ich, 3 Jahre alt. Und wo haben Sie die Ortrud zum ersten Mal gesungen? Zum ersten Mal habe ich sie gesungen in San Francisco. Ich habe gedacht, schön weit weg vom Schuss. Wo man dann nicht so wehtun kann, wenn was schief geht. Aber ich habe das schon gemerkt. Wissen Sie, das spürt man ja beim Lernen, dass das eine sehr gute Rolle für mich ist. Also ich habe das Gefühl und wurde mir dann auch bestätigt. Und dann habe ich sie gesungen in Berlin, noch in der alten Wieland-Inszenierung, wo ich die Elsa war. Und das war was ganz Komisches für mich. Wissen Sie, in San Francisco, das war eine andere Inszenierung, etwas Lohengrin. Aber da stand ich plötzlich auf der anderen Seite. Ich, die ich ja damals kreiert habe, die Elsa
In Bayreuth und dann, also die Inszenierung, und dann später mit, auch in Hamburg und überall gesungen habe. Da war ja überall die Wieland-Inszenierung. Das war für mich also jetzt komisch, auf der anderen Seite zu stehen als Ortrud. Aber unglaublich aufregend. Und ich habe das mit ganz anderen Augen gesehen, die Inszenierung. Seltsamerweise. Ganz anders wie wenn ich jetzt zurückdenke so an die Elsa. Das war einfach anders für mich. Es war viel dramatischer. Es war viel, viel, wie soll ich sagen, oder es liegt an der Rolle. Wiewohl der Wieland ja auch die Elsa damals mit mir sehr dramatisch angelegt hat. Heute geht man wieder ein bisschen zurück, macht die Elsa wieder ein bisschen lyrischer. Was natürlich mir jetzt als Ortrud zugutekommt. War die Elsa immer eine Lieblingspartie für Sie, oder? Ich habe sie gern gesungen. Ich bin ganz ehrlich, bis zum Wieland habe ich sie nicht gern gespielt. Ich habe eigentlich nie gewusst, so recht, ist sie wirklich so dumm oder so ungeschickt oder so naiv, bis der Wieland mir erklärt hat, man muss es vor allen Dingen aus ihrer Religiosität heraussehen, an ihrer unbedingten Gläubigkeit. Das Wunder muss geschehen, dass sie herbeizwingt. Und Wieland sagt auch, er findet sie viel stärker und viel interessanter wie den Lohengrin. Er mochte den Lohengrin als Figur gar nicht, weil der einfach daherhatscht und sagt, also da bin ich jetzt da, gell, und jetzt fragt keiner, woher ich komme. Und du kannst Schnucke zu mir sagen oder genauso, irgend sowas hat er gesagt damals. Und ich erinnere mich noch genau, es war wahnsinnig schwer damals mit dem Kreuz, dieses eiserne Festhalten, dieses, das schwere Beginn der, für mich damals, der Elsa, diese lyrischen Phrasen und dann immer diese Ekstase im Körper so, und ohne große Bewegung. Vom Temperament her ist Ihnen nicht sehr gelegen. Im dritten Akt schon. Ich habe immer im dritten Akt natürlich, wie man so schön sagt, meinem Affen Zucker gegeben, also losgelegt. Weil sie da ja auch sehr dramatisch, stimmlich sehr dramatisch wird. Bis dahin ist sie ja bis zu Münster und bis zu, dann ist es ja sehr lyrisch. Aber schauspielerisch bietet ja gerade Ihnen jetzt die Ortrud viel mehr. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie die Inszenierung hier ist, ich werde es erst sehen. Ich glaube, ich mache keine Brunnenvergifterin. Ich möchte sie auch so, wissen Sie, fast ein bisschen wie eine Lady Macbeth. Ich möchte gerne, dass man eigentlich spürt im Publikum, dass der Tellermund auch irgendwo der Frau hörig ist, abhängig. Sonst kann der doch nicht so dumm sein. Er ist ja ein hochanständiger Mensch. Das darf man ja nie vergessen. Der ist ja kein Gangster, der ist ja kein Lügner. Der glaubt es ja alles. Und wenn er dann seine Zweifel im Duett anmeldet, versteht sie es ja immer wieder, die Ortrud, das herumzudrehen. Deswegen muss eine gewisse Abhängigkeit von ihm zu ihr sein, finde ich. Und ich versuche das immer ein bisschen, also herauszubringen. Ich hoffe, ich kann es auch hier machen. Es wird sich natürlich alles auf Domingo konzentrieren, verständlicherweise. Erstens ist es die Rolle, zweitens ist es sein Debüt hier und drittens ist er der liebe Gott hier sowieso. Also mir ist es nur ganz recht. Da kann ich in Ruhe wenigstens mich auf die Rolle konzentrieren. Wie ist es bei Ihnen ein bisschen mehr, also zum archaisch, geheimnisvoll, urwüchsigen tendierend oder auch die raffinierte Intrigantin? Nein, ich sehe sie nicht, ich will sie überhaupt nicht. Also sie muss natürlich intrigieren, aber ich glaube, es ist ein ungeheurer Stolz. Sie ist ja auch ein Fürstenkind. Das darf man nicht vergessen, das ältere Geschlecht, auch das darf man nicht vergessen. Und dann sind die Christen gekommen und haben die Heiden rausgeschmissen. Jetzt sind wir die Ersten. Also sie sagt ja zu Recht, wir waren ja die. Ich bin ja der letzte Spross, sagt er dann. Auch er, ich habe dich genommen, weil du also der letzte Spross da bist. Da ist ja sehr viel Stolz, der verletzt ist. Ich bin ja auch ein Königskind wie du. Und ich habe voriges Jahr eine sehr interessante Inszenierung gemacht in Marseille. Hochinteressant. Da wurde das ganze Vorspiel ausgespielt, und zwar wie im Film. Da stand die Ortrud in einem Scheinwerferlicht und hinter mir war eine Brücke und über die Brücke sah man Elsa mit dem Gottfried gehen und als Schatten plötzlich den Gottfried verschwinden und die Elsa in Verzweiflung wegstürzen und die Ortrud im grellen Scheinwerferlicht triumphierend zur Musik. Also quasi vorweggenommen die Erzählung,
der Elsa, was geschehen ist. Plötzlich war das Kind weg. Und die Anklage der Ortrud dann. Das fand ich sehr gut. Und das habe ich so, möchte ich so ein bisschen, kann ich natürlich nicht machen hier, aber ich möchte so ein bisschen auch diese, ich sehe sie nicht als Hexe, aber gewiss hat sie irgendwie auch übersinnliche Kräfte, wie diese Menschen ja alle damals, viele damals gehabt haben. Irgendein Geheimnis, dass sie die anderen zwingt, hypnotisiert oder wie immer sie das wollen. Jedenfalls kann sie so machen und die arme Elsa fällt ja prompt auf sie herein. Jedes Mal. Bis zum Schluss. Und was ich eigentlich nie begriffen habe bei der Ortrud ist, wenn die am Schluss sagt, da diesen Dings da hinausschreit, ich war's fahr heim, du stolzer Helde. Also der ganze Schluss, warum sie das tut, warum sie alles zugibt, das hab ich eigentlich bis heute nicht begriffen. Hat mir auch kein Regisseur erklärt. Ich versuche, die Ortrud so schön wie möglich zu singen. Das ist mein Vorbild, die Christa Ludwig, die also für mich die allerschönste Ortrud aller Zeiten war. Das war einfach märchenhaft schön, wie Christa das gesungen hat. Und ich finde, je schöner man nämlich diese Rolle singt, umso gefährlicher wird die Frau. Denn Schönheit kann sehr gefährlich werden. Ich möchte auch nicht als Hexe gehen. Ich möchte so attraktiv wie möglich auch aussehen. Das muss ja alles glaubhaft sein. Ich bin überzeugt, dass ein Edelmann wie der Tellermut, der er ja ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Ein wichtiger Mann, der natürlich auch verletzt ist, der ja die Elsa wollte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und die Elsa sagt, nein, ich will dich nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Ich meine, nicht, dass er intrigiert und jetzt, aber er ist bereit, williger zu glauben, was die Ortrud ihm einflüstert und einträufelt. Als verschmähter Mann. Nicht? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also nicht vordergründig, je schöner gesungen, desto weniger vordergründig wird die. Ja, finde ich auch. Natürlich. Lieblich, süß sind denn dort mit ihr, das kann man wunderschön singen, wirklich. Das muss man nicht so gurgeln und was weiß ich. Natürlich keiner paar harte Töne hinein. Aber ich möchte sie eigentlich, also ich hoffe, dass ich es kann. Ich habe es jedenfalls gekonnt, dass ich eben das zeigen will, dass man eben die Orte auch schön singen kann und es eigentlich schön singen soll. Meine Damen und Herren, Sie werden sich gerade im zweiten Akt davon überzeugen können, wie sehr es Leonie Rysanek gelingt, ihre Ortrud einem Belcanto-Ideal zu nähern. Ich kann Ihnen versichern, sie sieht ausgezeichnet aus, sicherlich so schön, wie sie es sich vorgestellt hat in ihrem roten Kleid, wahrhaft königlich. Übrigens muss sie zum Leidwesen ihrer zahlreichen Fans umgehend nach Australien reisen, weshalb der zweite Domingo Lohengrin am 7. Jänner ohne sie über die Bühne gehen muss. Jetzt wollte ich Sie nur in Bezug auf die Leonie Rysanek noch fragen. Leider Gottes singt ja die nur eine einzige Vorstellung des Lohengrin und muss danach nach Sydney abreisen, um dort eine Küsterin zu singen. Ihre erste Küsterin in Janaceks Jenufer. Wird das auch hier in Wien kommen? Ja, es ist die Absicht im nächsten Jahr, Sie auch als Küsterin hier zu hören. Und es tut mir natürlich sehr leid, dass sie nur einmal die Ortrud singen kann, aber wir haben ihr mehrere angeboten, die konnte sie alle nicht singen. Und so müssen wir aufs nächste Jahr hoffen. Sie konnte ja vielleicht auch nicht so schnell umprogrammieren, denn in der Ära Marcel ist sie ja nicht sehr intensiv eingeladen worden. Natürlich, das ist, also alle sind sie. Irgendwie alle großen Künstler oder bedeutenden Künstler sind stark vorprogrammiert und es ist halt wirklich nicht leicht, wenn man da so hineinspringt, wie ich es also getan, alles zu ändern. Ja, ich glaube, wir brauchen aber nicht allzu besorgt zu sein. Immerhin sind Direktor Seefehlner eine ganze Reihe beachtlicher Vorstellungen gelungen und auch die weiteren Planungen lassen Interessantes erwarten.